In diesem Raum geht es um die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts, vor allem aber um die Niederländer als Pioniere der Globalisierung. Die Stillleben der Niederländer zeugen von ihrem weltweiten Handel. Da sieht man Papageien aus Südamerika, da sieht man Muscheln und Schnecken aus dem Pazifik oder von Kuba. Man findet exotische Pflanzen, aber auch chinesisches Porzellan zum Beispiel. Das Interessante ist, der Lebensstil in Bremen war dem Niederländischen ganz ähnlich im 17. Jahrhundert. Und so zeigen wir in diesem Raum auch eine Delfter Schale, eine Tonpfeife und Ähnliches aus dem Bremer Boden sozusagen, gefunden unter Radio Bremen in einer ehemaligen Kloake. Das Interessante ist eben in diesem Raum die Vielfalt der Bezüge zwischen der Geschichte der Niederländer, der Geschichte Bremens und unserer gegenwärtigen Situation in der Welt. In diesem Raum haben wir ein Werk eines zeitgenössischen englischen Künstlers ausgestellt. Ein riesiges Schiff, das 2017 für die obere Rathaushalle gemacht wurde. Es kündet auch von der Gewalt, die mit dem kolonialen Handel zu tun hatte und die bis heute nachwirkt. Aber auch von den Migrationsbewegungen und all dem, was an aktuellen Bezügen darin steckt.